Hallöchen. So. Der Mikrofon ist on. Und ich hoffe, ihr versteht mich auch. Mal bitte kurz Feedback geben. Dankeschön. Der Axel, Frank, der Scharwolf, ich grüße euch herzlich willkommen, ja, in der heutigen kleinen Plastik-Modellbau-Runde. Ja, Flo's Plastik-Modellbau, der Thorsten, ich grüße euch recht herzlich hier in der, ja, kleinen, aber feinen wiederholten Runde heute. Allerdings heute nicht mit Holz, sondern mit Plaste. Denn ich habe hier noch einen Pott stehen, der tot ist. Okay, super. Ich habe hier noch einen Kahn stehen, der muss bis Dienstag fertig sein. Das Problem ist, das Mikrofon geht nicht lauter. Das ist ja bloß so ein kleines Ansteckmikro. Sehr leise. Aha. Sehr leise gibt's nie. Ich guck mal, ob ich irgendwo. Aber vielleicht kennt sich von euch jemand mit PC richtig gut aus und kann mir sagen, wie ich ein Mikrofon außerhalb von einer Streaming-Software, wo es schon auf Maximum steht, wie ich es da verstärken kann. So. Ton geht. Black Wolf, Namen Sebastian. Ja, grüß euch, Hallöchen. Ich muss das Ding ja noch irgendwie halten. Ja, falls sich von euch irgendjemand mit PC auskennt, wo kann ich dieses kleine Schallzeichen hier lauter machen? Ich kann mal eben. So, ich mache das gerade mal hier rüber und zeige euch mal kurz den Bildschirm hier. Und zwar jetzt nicht wundern, dass das hier gerade jetzt alles hier wiederholend ist, aber ihr seht hier an diesem Ausschlag, das Mikrofon ist hier bereits auf Anschlag. Wenn es jetzt hier schon auf Anschlag ist, wo kann ich es hier in der Standard, in einem Standard Windows-Ding, wo kann ich es hier lauter machen? Ja, Martin, ich grüße dich. Hallöchen. Ach so, siehst mich gerade nie, weil hier die Kamera davor ist. So. Also das Bildschirmding hier. So. Thorsten Britsch, moin. Also falls sich irgendjemand damit auskennt, mal bitte ein Feedback geben. Alternativ muss ich, wie gesagt, das Ding hier die ganze Zeit hier unten an meinem T-Shirt festhalten. Mit Kopfhörer geht es, okay. Was mir auch gerade auffällt, hier in dem Standard Windows-Ding ist irgendwie die eine der beiden Webkameras als bringt ein stärkeres Signal als das Mikrofon, was eingeschlossen ist. Also dieses hier, ja. Aber dieses Mikrofon ist hier in der Streaming-Software auf Maximum. Das ist sehr merkwürdig. Naja, gestern ging es ja auf jeden Fall ganz gut. Ich probiere mal, ob ich das vielleicht nur ein bisschen anders anknipsen kann, dass das hier so ein bisschen besser in meine Richtung geht.
Ich würde so lange rumklicken, bis es geht. Ja, würde ich tatsächlich auch, aber das Problem ist, du hörst dich ja selber nicht. Mundo Afora, hi. Auf Eigenschaften klicken und dort das Vorletzte, da steht Pegel, da könntest du es lauter machen. Eigenschaften, dann Pegel. Und dann Mikrofon oder Mikrofonverstärkung. Ich habe jetzt mal. Jetzt. Jetzt müsste ich lauter werden bei euch, oder? Also jetzt habe ich das hier auf 100% geballert. Das ist die Verstärkung, aber dann werdet ihr es die ganze Zeit wahrscheinlich nur rauschen und kratzen hören. Klebt ihr das Mikro an die Gusche? Mario, du wieder. Aber wenn das jetzt auf jeden Fall ein Stück empfindlicher ist, dann klemme ich mir das wieder hier rein. Weil sonst haben wir nämlich da das Problem, dass die ganze Zeit das T-Shirt da drin rumkratzt. I'm from Brazil. Ja. Greetings to the. Mit Rauschen aber lauter, okay. Dann kann ich ja theoretisch hier die Verstärkung nochmal 10 Dezibel runternehmen. Der Ausschlag ist auf jeden Fall gut. Der Ausschlag ist gut. Jetzt habe ich einen Tinnitus im Ohr. Okay, so, also ich tue es hier nochmal ein bisschen fein justieren. Okay. Nochmal Sprechtest. Jetzt. Wenn es jetzt gut ist, lasse ich es so. Okay, also, heutiges Programm ist dieser Plastikpott, den ich im Auftrag für jemanden baue oder im Auftrag, der den Auftrag von jemandem hat. So, ist es, glaube ich, am besten ausgedrückt. Also ich baue das ganze Ding hier für den Spielzeugladen und der Spielzeugladen hat einen Kunden, der das Ding hier haben möchte. So, jetzt muss ich bloß den Fahnen, was der vorne wieder anklackern. Der ist mir nämlich vorhin abgebrochen. So ist top jetzt. Nu ist fein. Super. Besser als ein Tinnitus im Auge, ja? Okay, also. Ich werde das erstes Mal hier vorne den Fahnenmast wieder ansetzen. Sofern er dann kleben bleiben möchte. Eine Freundin von mir hat schon gesagt, das ist heute, wird das wahrscheinlich ein Schimpfstream. Weil die nämlich weiß, dass ich hier mit diesem Revell-Kit die ganze Zeit nur am Rummeckern bin. Weil an diesem schönen Boot nämlich so gut wie gar nichts passt. Aber ich glaube, wer von euch viel Plastik baut, der wird das wahrscheinlich von Revell schon gewohnt sein, dass hier nichts passt. So, auf jeden Fall habe ich heute schon mal im Laufe des Tages hier diese für die nächste Aufbau, die jetzt hier oben drauf kommt. Habe ich schon mal die Plastikteile hier mit rotem Sprühlack angemalt oder ja, angesprüht. Und die Teile werden jetzt hier angeklebt. Und damit ihr mal ungefähr seht, in welchem Bauabschnitt ich gerade bin, dass ich bin jetzt hier, sieht man das? Da sieht man das. An dem Abschnitt bin ich jetzt dran. Also das ist jetzt hier dieser rote Abschnitt oder jetzt von mir rot lackiert. In dem hier in dem Bild ist es orange. Aber so ein Leuchtorange hatte ich als Farbe nicht, sondern bloß so ein, ja, so ein Signalrot. Und laut Bauanleitung soll es eigentlich auch Signalrot sein. Auf den Bildern ist es zwar orange, aber es ist ja Wurst, ne? So, also. Das eben mal dazu. Und die Teile müssen jetzt hier oben drauf. Jetzt weiß ich bloß nicht, soll man die vorher zusammenkleben oder kann man das auch einzeln machen? Ach, ich meine Ordnung. Wenn ich mal was suche, ne? Vor allem die Gisela.
So, da ist die Anleitung. So schlimm ist Revell gar nicht. Das mag gut sein, aber alles, was, aber wirklich top alles, was ich bis jetzt gebaut habe von Revell. Es gab immer irgendwo was, wo du so gravierende Mängel mit der Passgenauigkeit hast. Ich habe seither ein Kit von Tamiya tatsächlich mal gekauft. Das ist dieser Ford GT, der neue, der dieses Jahr rauskam oder letztes Jahr. Und da passt jedes einzelne Teil aufs Zehntel Millimeter genau. Da brauchst du theoretisch nicht mal Klebstoff, so genau sind die Teile. Und hier bei dem Pod zum Beispiel hatte ich hier genau hier vorne, muss man ja dieses Teil hier, das ist ein Zweiteiler, also die Schanz hier vorne, ein Bogen, zwei Bögen, die muss man hier aufs Deck aufkleben. Und ich habe ungelogen 3 bis 4 mm Luft. Raum gehabt, den ich dann erstmal in zwei Durchgängen mit Spachtelmasse füllen musste. Dann natürlich das Ganze wieder lackieren. Na? Aber egal, genug der Rummeckerei. Das Ding muss trotzdem fertig werden, damit es nämlich so schnell wie möglich aus meinem Zimmer verschwindet. Damit ich nämlich nicht jeden Tag an diesen schlechten Kit erinnert werde. Kann doch vielleicht einfach nur am Kit liegen, dass das so kacke ist. Und ihr habt mit Revell immer die guten Kits erwischt. Quasi keine Montagschargen. Ja, Metal Storm. Lange nicht gesehen. Ich grüße dich. Herzlich willkommen. Wenn nichts passt, dann ein Glühweinschlauch intravenös in den Unterarm verlegen. Dann sieht man nach gewisser Zeit alles viel entspannter. Tamiya kostet auch gleich 30% mehr. Okay. Ja, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Bisher habe ich meine 5 LKWs, die ich habe, sind 3 von Revell und 2 von, Gott, wie heißen die? Italeri, genau. 2 Stück von Italeri. Und ich habe bei beiden Sorten tatsächlich dieselben Probleme gehabt mit der Passgenauigkeit. Und ich kann aber sagen, dass ich mit dem Tamiya-Kit, also für diesen kleinen Ford GT, was ist der? Ich glaube, Maßstab 1 zu. Was ist der? Ich kann ihn euch jetzt nicht zeigen, weil ich den Roger gegeben habe. bei Tamiya kurz den Kleber in Karton schütteln, schütteln und fertig. Der ist gut. Also ich habe, glaube ich, für dieses Auto, ich glaube, 41 € bezahlt, also für den Bausatz. 41 € für ein Top-Kit. Also, ich sage jetzt mal ehrlich, ich muss nicht so aufs Geld gucken, von daher ist es mir wurscht, ob ich da jetzt da 5 € mehr bezahle und habe dafür anständige Qualität. Mario Meuser, ich grüße dich. Paul Brust, zeig mal die LKW von Revell. Mache ich sofort. Hallo Sebastian, klasse Boot. Also Mario, herzlich willkommen in der kleinen Runde hier. Was haben wir noch? Christian C., schönen Abend aus Wien. Ja, Grüße nach Wien. Tamiya ist aber top, ohne Frage. Ja, also tatsächlich, ich habe wirklich ein einziges Kit bisher von Tamiya gehabt und das hat mich von der Qualität so aus den Socken gehauen. Das ist der absolute Wahnsinn. So, ich tue mal eben für den einen Kollegen da im Chat mal die Revell und die Italeri-LKWs holen. Dafür muss ich aber kurz mein Mikrofon ablegen, weil die Strippe ist nicht so lang, oder? Doch, das geht sogar mit. Hier sind ja 5 Meter Kabel dran. Wow. Dann müssen wir hier die Schnalle aufmachen. Die Schnalle. So, dann muss man das hier irgendwie so ein bisschen entfitzen. Ich hatte zwar vorhin schon einen Salat, es war aber kein Kabelsalat. So, jetzt haut das hin. Bloß aufpassen, dass ich nirgendwo hängen bleibe hier. So, ich zeige euch mal als erstes die zwei Kits, die ich von Italeri habe. Und zwar ist das einmal ein Volvo FH12, aber noch ein altes Modell. Junge, sind die eingestaubt. Also sprich, der hat noch die viereckigen alten Scheinwerfer. Und dann ein Scania V8 in Topline.
Also, das hier ist der Scania. Ja, ist ein bisschen blöd so zu zeigen. Zum Glück habe ich keine. Junge, sind die dreckig. In grün, weil sonst würdet ihr dann wahrscheinlich gleich hinter dem Greenscreen nicht sehen. Also, das ist jetzt einmal der Scania von Italeri. Und das ist das ältere Modell eines Volvos FH12. So, da seht ihr auch die. Also, das sind alles 2x4 Fahrwerke. Nichts Besonderes mit Doppelachsen und sowas. Alle in 1 zu 24. So, dann kommt für die, die mein Auto in Live noch nicht gesehen haben, kommt jetzt von Revell ein Mercedes-Benz Actros MP3, also auch ein älteres Modell, und ein Iveco Stralis 460 Eco in Metallic Blau. Das, die blaue Farbe hier von dem Iveco, das ist tatsächlich das Einzige, was ich bisher von Revell richtig cool fand, weil die ist mit so Metallpigmenten. Das ist jetzt der Iveco Stralis 460 Eco. Und das ist für die, die auf diversen Messen meinen VW Caddy noch nicht gesehen haben, der Mercedes-Benz Actros MP3. Den habe ich tatsächlich als Foto auch auf meiner Werbefolie draußen dran am Auto. So, und dann haben wir noch einen. Und das ist dann ein MAN TGX XLX Euro 5. Also quasi ein TGX 18 680 PS. Also, jetzt mal was die mal. Dann stelle ich jetzt mal kurz hier hin. Muss ich dann morgen wieder aufräumen. So, jetzt kommt noch der MAN. Und dann haben wir alle fünf europäischen durch, die ich besitze. Das ist jetzt noch der MAN. In Schwarz, schön mit dem Wolf drauf. Oder mit dem Löwen, besser gesagt. Ja. Cooles Gerät. So. Also der MAN ist jetzt tatsächlich einer der neueren Generationen. Also was heißt neue Generation? Zumindest von der Anleitung her ist es neuere Generation. Weil da war die Anleitung schon in Farbe und bunt. So, gucken wir kurz in den Chat rein und dann geht es hier mal mit dem Pott hier weiter. Genau, so, da waren wir stehen geblieben. Der Metalstorm schreibt: Hi Mario, alles viel zu frisch. Hier eine Menge Regen und viel Wind in den letzten Tagen. Es ist bei mir tatsächlich auch. Seit heute Morgen ist das Wetter einfach absolutes Chaos draußen. Jo, Metal wie fast überall, also Bastelwetter. Perfekte Samstagabendunterhaltung, Grüße an alle, schreibt der Patrick Mulerbo. Ich grüße dich, Patrick, schön, dass du dabei bist. Was macht der Steinebau? Achso, ist die Frage jetzt an Metalstorm gerichtet oder an mich? Wenn du die Frage an mich gestellt hast, ich mache zurzeit keinen Steinebau. Mein letztes Steinmodell war die Market Street. Von ich weiß gar nicht. Ja doch, von nee, die waren nicht von Lego, das war die, ich glaube, von Lappin. Aber halt auch komplett auf Licht umgebaut und so weiter. Der Metalstorm schreibt: Mir ist letztens der Heli explodiert. Da fehlt gerade die Lust, aber warten wir es ab. Was ich hier sehe, da kommt die Lust sicher wieder. Christian C. schreibt: Sehen gut aus. Ja, danke. Was macht ihr nebenbei? Ich bin an meiner Soleil Royal. Ja, Soleil Royal werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich aus meinem Jahresabschlussurlaub zurückkomme, nächste Woche, nee, in 2 Wochen komme ich zurück, also nächste Woche fahre ich eine Woche weg, dann werde ich wahrscheinlich an der Soleil weitermachen. Jetzt aktuell nicht, weil wie gesagt, ich muss jetzt erstmal bis Dienstag noch das Ding hier fertig kriegen. Da ist Dienstag Übergabe an den Kunden und dann Dienstag muss ich dann nach Köln weiter auf den Lehrgang bis Donnerstag.
Und dann komme ich quasi, ja, Donnerstag komme ich nach Hause und am Freitag, war Freitag der 24.? Nee, der 20., oder? Stimmt, Freitag war der 20. Und ich werde wahrscheinlich also spätestens am 25. fahre ich dann in Urlaub bis 1.1. Vielleicht fahre ich aber auch schon eher los. Vielleicht fahre ich sogar schon am 22. Mal gucken. Weil als Vielfernfahrer muss man das immer ausnutzen beim PKW, dass man die Sonntagsfahrverbote muss man von den LKWs ausnutzen. Der Black Wolf schreibt, boah, in einer HMS Bounty in 1 zu 80. Modervo Nerd Trucks wollte ich auch immer mal bauen. Ich baue gerade an meiner Figur Mampf. Metal Stop. Du baust an deiner Figur, der ist auch gut. So, also, jetzt geht's tatsächlich mal los. Und zwar sollen jetzt hier diese Teile, das eine, was ich hier schon eine Stunde in der Hand halte, soll hier oben drauf. Und dann müssen die Dinger hier mit dem Bogen hier nach oben, also hier ist ein Bogen drauf. Kennt man jetzt schlecht, aber da ist so ein Bogen und der soll oben drauf. Und dann muss das Ganze hier irgendwie drauf passen. Wobei wir aber wieder beim Thema Passgenauigkeit wären. Das passt nicht. Es passt nicht. Als ob das Teil irgendwie in sich selbst verdreht ist. Ach Leute, das ärgert mich schon wieder. Aber ich habe es anfangs gesagt, es wird wahrscheinlich ein Mecker-Stream heute werden. So viel Bier kann ich halt gar nicht ertragen. Oder trinken, wie ich das hier ertragen muss. So, wie sieht denn die andere Seite aus? Mir kommt gerade eine Idee. Wenn ich hier diese zwei Haken da wegschneide, müsste ich eventuell mit dem Radius weiter reinkommen. Und unter Umständen passt das Ganze dann sogar. Das probieren wir jetzt einfach mal. Ah, ich sehe gerade, auf der Anleitung haben sie das auch weggeknipst. Ja, gut, dass man sich das mal, dass man es jetzt weiß, ne? So, Passprobe, ob es schon drüber geht jetzt. Es muss komplett eben sein. Der Bogen geht genau hier über diese Kante drüber, wo dieser kleine Schnuffi hier ist. Habe heute auch mal eben 10 Folgen vom R2D2 und 2 Folgen vom Manta produziert. Der Frank schreibt, ich glaube, ich kram meine Bismarck raus, sind noch 12 Ausgaben auf Halde. Der Mario schreibt, ich bin halt einfach, ich schaue halt einfach nur mal zu. Der Paul Brust schreibt, ey, das ist ja mal cool. Ich baue gerade von Revell ein Trabant 601 Kombi als Monster Truck um. Hat eine Idee, wie ich das machen kann. Also die Karosse höher bekommen, meine ich. Prefe, Tür, good night, Manika, nice Model. Greetings from Spain. Ja, welcome back. Riding yesterday, now you are back. Der Scharwolf bin eben an der Märklin Steineisenbahn dran zu bauen.
Ja, Jungs, ihr habt ja da alle richtige Geschütze aufgefahren. Aber vielleicht kann dem Paul da jemand mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie er da sein quasi das Fahrgestell höher bekommt, dass er das Ding zu einem Monster Truck umbauen kann. Unter euch gibt es bestimmt irgendeinen Nerd, der das weiß, wie man sowas macht. Oder wo es Teile dafür gibt. So, ich glaube, das Einfachste wäre es eigentlich mit dem Dremel das runterzuschleifen, aber ich habe jetzt gerade keinen zur Hand, weil ich meinen ausgeliehen habe. Ist logisch, immer dann, wenn man was braucht, leiht man Werkzeug aus. Also muss es so auch gehen. Muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht zu dolle drücke, dass hier irgendwas wieder aufplatzt und abbricht. Das ist bei diesem Ding hier nämlich irgendwie so eine Werkseinstellung. Du kannst es festkleben, aber sobald du nur irgendwie mal einen Tag später es mit dem Finger nur anstoßt, ist es weg. So, ist natürlich schade. Jetzt habe ich natürlich überall so Kratzer in der grünen Oberfläche. Muss mal, wenn die Dinger drin sind, dann nochmal nachlackieren. So, jetzt probiere ich das nochmal. Oha, es passt. Zwar nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall besser als vorher. Richtig geil. Es passt. Es passt drauf, ich werde bekloppt. Super. Okay, dann kann ich jetzt diese drei roten Teile einmal trocken zusammenkleben, dass ich dann im Nachhinein plus eins habe, was ich aufsetzen muss, weil sonst kippen einen nämlich beim Kleben jedes Mal die Dinger hier rechts und links runter. Dann mache ich das lieber einmal im Groben fest, dass man das hier quasi bloß als eine ganze Maske hat. Mein Klebstoff ist auch fast alle. Ich brauche wieder einen neuen. Der Christian C. schreibt, baue gerade an einem 1 zu 12 Caterham Super 7 DBR. Hört sich nach einem Sportauto an. Caterham war doch, glaube ich, eine Automarke, ne? Der Wunderbar-Nerd, ich bin an dem Leopard von Revell. Bau ist fertig, jetzt geht's an die Bemalung und so weiter. Ja. Panzer gucke ich mir tatsächlich nur gerne an. Aber bauen würde ich nie ein, außer es aus Klemmbaustein. So, ich hoffe, dass das so klappt. Dass ich das jetzt gleich im Ganzen so aufsetzen kann. Gucken wir, was wir pa parallel vielleicht schon machen können. Auf dem Teil sollen hier oben die Teile, diese kleinen Erhebungen, noch farblich gestaltet werden. Soll das ganze Deck in grün sein? Wo kommt denn das hin? Das ist doch bestimmt irgendwie eine Blende, die dann hier nachher hier oben reinkommt, oder?
passen würde es. Und gucken, ob es hier irgendwo ein Foto drauf gibt, wo man das Ding sieht. Ach, da. Okay, das ist auf jeden Fall ein helleres Grün. Die ganze Plattform hier. Und diese Erhebungen, die sind dann schwarz. Okay, das kriegen wir hin. Was nehme ich denn da am besten? Für das habe ich Deep Green genommen. Hier hätte ich jetzt ein Medium Olive. Wäre von Farbton her das Richtige, ist aber zu dunkel. Gucken, ob ich sonst noch was Grünes? Ich glaube nicht. Hier ist noch ein Light Green. Aber ob das von der Farbe her passt, das sieht mir so panzermäßig aus. Light Green ALM 82. Gucken, wie es aussieht. Wo bekomme ich Tuningfelgen und Reifen für einen Trabant von Revell her, dass auch die Reifen mit den Tuningfelgen an den Trabant ranpassen und dran halten? Also prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, schau mal bei eBay unter Maßstab 1 zu 24 Autos. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele Anbieter, die so gerade so Felgensätze und so ganzes Zeug da verkaufen. Guckst einfach mal da rein, vielleicht findest du da was. Christian schreibt richtig, Sportwagen von Tamiya, Originalhersteller Lotus. Also ich finde das Grün auch zu dunkel. Auch wenn es hier als Hellgrün ausgeschrieben ist, aber es ist mir echt zu dunkel. Mal das daneben leuchten, wie das aussieht. Oh, das geht, das ist sogar, das ist heller, als es hier in der Flasche aussieht. Das ist gut, super, dann nehme ich das. Bei Scale Production bekommst alles. Ja, der Thorsten, der ist da richtig hinterher. Der weiß, wo es was gibt. Und vor allem, wenn du mal Hunger hast, der macht ja sogar eine Stulle, wie er immer sagt. Ich hätte jetzt gesagt, er schmiert mir eine Schnitte.
Also das Grün ist gut hier vom Farbton her. Vielleicht bloß einen ganz kleinen Tropfen verdünnen. Der war gut, Sepp. Bin aber auf Softeis umgestiegen. Ja, cool. Wo ist Softeis, Mario? Herzlich willkommen hier. Softeis, oh, da würde ich jetzt auch eins nehmen. Ich habe auf der Messe kein einziges Softeis gegessen. Und dabei wollte ich mit euch ein Softeis essen. Aber ihr wart immer ohne mich. Ihr seid so gemein. Aber nächstes Jahr, da gibt es Softeis für alle. Habe ich gehört, dass der Mario da nämlich für alle eins springen lässt. Wir könnten allerdings auch machen, dass Thorsten eigentlich nächstes Jahr die Runde Softeis ausgibt. Denn Mario war ja dieses Jahr dran mit Kaltgetränken. Das heißt, ich bringe nächstes Jahr Kaltgetränke mit. Und dann muss Thorsten das Softeis für alle zahlen, oder? Jungs, was haltet ihr davon? Ist doch eine gute Idee, oder? So, das lass mal ganz kurz antrocknen und dann gehe ich nochmal mit einer zweiten Schicht drüber, dass die hellen Pinselstriche noch verschwinden. In der Zwischenzeit nehme ich ein Kaltgetränk. Mario hatte gestern drei Stück, hier ist der Zirkus bei uns 2 Minuten von mir weg. Du wolltest keins, ich habe immer gefragt. Doch, einmal wollte ich eins. Am Sonntag wollte ich tatsächlich ein Softeis haben. Und irgendjemand hat mich aber in ein Gespräch verwickelt und dann hast du zu lange warten müssen und bist dann losgegangen und hast dir selber eins geholt. Enrico Balrutschat, bin neu hier bei dir. Ich habe die Maveda auch von Ravel, bin auch Fan von Mario. In welchem Maßstab ist denn deine? Ja, erstmal hallo Enrico, herzlich willkommen hier in der kleinen, netten, aber feinen Runde. Es ist hier die Maveda im Maßstab 1 zu, na, wo sind wir? Da, 1 zu, halt, da ist die Kamera, 72. Also sprich Modelllänge 64 mal 30 cm. Aber wenn du dir Panzer gerne anschaust, dann schau mal bei meinem vorbei. Okay, wenn ich mal Zeit habe, mache ich das. Ich musste ja jetzt gestern erstmal bei Jack Family Modellbau erstmal reingucken, was der so treibt mit seiner Krippe, wo er da erzählt hat. Das ist auch ein richtig klasse Ding. Vor allem so als Bausatz, wie er es hat, da, oder so als Bastelkit, habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen. Wo gibt es kalte Getränke und Softeis? War gerade in der Küche. Da musst du nächstes Jahr im Oktober auf die Modellbaumesse in Ried in Oberösterreich kommen. Da gibt es dann Kaltgetränke. Nächstes Jahr gibt es richtig gutes ostdeutsches, schwarzes Kaltgetränk. Und Softeis gibt es direkt, wenn wir wieder unseren Stand haben, da wie dieses Jahr. Dann gibt es den Standort nur zweimal lang hingefallen weg. So, machen wir nochmal einen Tropfen Farbe hier rein. Und ein bisschen Verdünnung dazu. Oder erstmal probieren mit dem, was noch drin ist.
So, das hat super funktioniert mit dem Decken. Machen wir jetzt noch hier die seitlichen Kanten noch, die man eventuell später sieht. So. Das lassen wir jetzt trocknen und dann werden diese Erhöhungen, die jetzt hier noch drauf sind, die werde ich dann bloß mit Schwarz dann grob trockenbürsten. Oder probieren, ob es mit Trockenbürsten geht. Ja, ist ja ums Eck bei mir in Ried. Enrico schreibt, ich habe meine auf dem Flohmarkt geschossen für 30 Euro als Winterarbeit. Was meinst du denn jetzt mit der verkauft die doch, oder? Also entweder stehe ich gerade auf dem Schlauch oder ich kann den Zusammenhang gerade nicht deuten. Also meine Marwede, die ich hier baue, die baue ich im Auftrag für jemanden, der den Auftrag von jemandem bekommen hat. Also ich baue das Ding hier quasi für einen Spielzeugladen. Und der Spielzeugladen hat einen Kunden, der das Ding haben möchte. An unsere Schwaben, die werden den bestimmt kennen, den E&E in Gerardstetten. Ganz bekannter und einer der größten. Der Mario schreibt, habe nächste Woche eine schwere Geburt zu erledigen, muss einen HP-Notebook erstmal wieder Luft zukommen lassen, sind nur 60 Schrauben zu lösen, um an die Lüfter zu kommen. Ach so, du meinst den Bausatz von der Krippe. Ach so, ob der Jack Family das nachher verkauft oder was? Das weiß ich nicht. Ich habe nur mal gestern nach dem Stream habe ich noch ganz kurz reingeguckt und heute Morgen wollte ich es eigentlich tun und hänge aber tatsächlich schon den ganzen Tag hier an dem Pott dran. So, wie sieht's aus? Ist noch ein bisschen feucht. Es ist feucht. Wortwitz. Dann kann ich ja meinen Pinsel schwingen. Ich weiß, ich bin unmöglich. So. Okay, während das Teil trocknet, wenn wir kurz noch in die Dings reingucken mal beim... Wer war denn das jetzt, bei wem ich reingucken wollte? War es der Modellbahn-Nerd mit den Panzerchen? Sau. Ah ja. Kennt ihr mich anders? Nee. Ich glaube nicht. So, genau, das Teil trocknet. Da können wir mal gucken, ob es schon hält. Da, wo es hingehört. Das sieht sehr gut aus. Boah. Das sieht sehr gut aus. Jetzt müssen wir es da bloß noch festbekommen, dann ist das ganz cool. Hab mal einen gesehen, der die verkauft, bin mir aber nicht sicher, ob der das ist. Der Pinsel darf aber gerne ins Feuchte, bitte. Ja, so ist das. Bisschen Spaß am Abend muss sein. So, jetzt habe ich bloß eine Frage, mit was für Klebstoff mache ich es fest? Mache ich es mit Sekundenkleber fest? Oder probiere ich es mit dem Plastikkleber? Ich hätte jetzt gesagt, ich mache jetzt einmal hier auf die Innenseite, da sieht man es ja nachher nicht, einen Tropfen Kleber und dann jeweils hier und hier hinter diese Kanten.
also quasi unter die Enden dieser Blende. Und wenn das fixiert hat, dann kann ich hier mit dem Tamiya-Kleber dann einmal immer unten mit der Pinselspitze unten den Kleber so reinschubsen, dass er von alleine dahin läuft. Das wäre jetzt so mein Gedankengang. Das probieren wir einfach mal aus. Ich habe heute übrigens eigentlich nicht meinen Musikgeschmack, aber die Band macht irgendwie hammergeile Musik. Und zwar die Band Cigarettes After Sex heißt die Band. Also nicht lachen, die heißt wirklich so. Cigarettes After Sex. Und das ist ja mal Hammer. Also der Sänger da, der hat so eine geile Stimme. Das ist der absolute Wahnsinn. So, das ist da jetzt drauf. Das passt auch fast. Da muss es ein Stück nach hinten. Dann nach vorne wieder rein und dann sitzt die Lutzi gut. Jo. So, ich hoffe mal, dass das jetzt wieder funktioniert hier. Was ist da los? Noch lädt die Vorschau. Gebt mir aber bitte im Chat ein Feedback, falls das jetzt klappt oder nicht. Weil bei mir ist immer noch Standbild. Zumindest in der Vorschau. Sonst mache ich den Stream jetzt einmal komplett zu und wieder neu auf. Ah, jetzt sieht man schon ein bisschen mehr, das ist gut. So, super. Also, kleiner Unfall. Es lebt und spricht, genau. Kleiner Unfall, ich vermute mal, dass mir die Festplatte weggeraucht ist. Oder dass die zumindest wahrscheinlich aufgrund ihres Alters irgendwo eine Schwachstelle im Kontakt hinten hat. Und da muss ich mich tatsächlich demnächst mal irgendwann drum kümmern, da die Festplatte zu spiegeln, aber auf eine neue. Okay, also ich habe in der Zwischenzeit, da wo der Stream abgeraucht ist, an der Stelle war ich ja gerade dabei, dieses rote Teil hier festzukleben. Das habe ich jetzt gemacht und habe jetzt auch dieses eine Teil, was ich vorher eingefärbt habe hier, das grüne, habe ich jetzt auch schon eingeklebt. Müssen wir jetzt bloß noch, wenn die dann mal trocken ist, also die glänzt noch ein bisschen, dann tun wir hier mit der schwarzen Farbe da diese ganzen Erhöhungen alle nachzeichnen. Er ist wieder da, ja. Er ist wieder da. Habe ich so eine tolle DVD mit dem Titel. Und die DVD ist zum Wegbrüllen genial. So, genau, wir brauchen jetzt als nächstes die Wandteile für die, was ist das? Kajüte, glaube ich, ne? Kombüse war Küche, also müsste es, also hier so eine, halt so eine Hütte da.
Genau, das machen wir als nächstes. Da suche ich jetzt gerade mal schon die Teile raus, was wir da alles benötigen. In der Hoffnung, dass der die Festplatte nicht gleich wieder sagt, nö, ich mag nicht mehr. So. Jetzt muss ich natürlich ja gerade mal in dieser riesengroßen Kiste diese 30 Millionen Gussäste hier aussortieren. Weil genau, man braucht immer die Teile, die ganz unten liegen. So, also Teil C127, das ist 2425, braucht man die auch. 24 brauchen wir und 25. Okay, da ist die 27. Da ist das Dach dazu. Hier ist der Klarteilbogen. 127, 25. Okay, dann brauche ich noch die Teile K232. Also einmal diese hier. K232. Jetzt ist die Frage, wo ist K? Das ist C, M, G und L. Das ist E und das ist, glaube ich, F. Oder ist das F? Das ist F. Wo ist K? Wo ist Bogen K? Gerade mal gucken, was ist ein Bogen K? Da muss so ein kleiner Bogen sein. So, das ist der zweite Teil zu L. Kann sich bloß um Stunden handeln, bis ich hier was gefunden habe. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, was war denn Bogen K? Ich muss einen Bogen irgendwo haben, wo ich nicht weiß, wo er ist. Ah, vielleicht. Ah, ich habe ihn. Der liegt die ganze Zeit hier, Mensch. Da kann ich natürlich lange suchen in der Kiste, wenn er hier ist. Da ist er. So, den braucht man. Und jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ui, jetzt ist auch der Ton mal schön laut. Ja. Ach, wie süß, er hat ein rotes Teil angeklebt. Ja. Der Modellbauer. Ja, ich grüße dich. Herzlich willkommen. Servus an alle Modellbauschwaben. VK, JÖ, M und Ä. Was soll denn das heißen? Der Schauwolf, hi. So, machen wir erstmal hier die großen Teile raus, damit der Gussast hier erstmal von der Bildgeschichte verschwindet und Richtung gelbe Tonne wandern kann. Also, wir brauchen einmal die 127 für vorne. Dann die 124 und 25 für rechts und links. Und 25. Und für später das Dach. Der ist nämlich schon mal immer Plaste wieder weg für die Kräter.
So, eine Feile benötige ich und fliegende Teile. Das ist immer, wenn man weiße Teile auf eine weiße Zeitung legt, man sieht sie nachher ganz wunderbar. Große sind fast alle weg, aber kleine hat er ja noch ein paar, genau. Kleine Teile sind sogar noch sehr viele. Sind sogar noch ein paar große Teile noch dabei. Weil hier hinten kommt noch so eine Hubschrauberlandeplattform noch oben drüber. Also hier ist so eine Aufbaute noch. Und hier ist ja dann noch der Funkmast und genau das kleine Beiboot hier. Das möchte ich auch noch ein paar Teile haben. Und dann hoffe ich, dass das Ding hier langsam Richtung Ende geht. Damit ich dann Zeit für die Dinge habe, die mir wirklich Spaß machen, nämlich Holz. So, also, das haben wir auch. Also bauen wir als nächstes mal die Fensterteile. Das ist einmal die 133 und die 134. Die haben wir 33, 34 hier drin. Das ist 34. Das ist 33. So, gleich sortiert hinlegen. Der Reihe nach. Dann die 136 ist ein gerades Teil. Für die Scheibe vorne. Gut, da haben wir das erstmal ein bisschen was zum Einkleben. Die Teile, die wir hier gleich brauchen, nehmen wir gleich raus. Ich mache jetzt erstmal die Scheiben fest. Dafür nehme ich Holzkleber, also hier ganz einfach ein Ponal, geht wunderbar. So, jetzt müssen wir natürlich bloß noch vorher die Spritzgussdinger hier noch wegmachen. So, und schon klebt das Fensterscheiblein herinnen. Dasselbe machen wir jetzt noch mit den zwei Seitenteilen. Thorstenkanal unbenannt. Baust du da noch ein Heli dazu? Sven, nein. Also ich werde diesen Kit nur so bauen, wie es vorgesehen ist. Also soweit, wie die Anleitung es hergibt. Und jetzt noch ein Heli bauen. Nee, das schaffe ich zeitlich auch gar nicht. Weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das Ding hier ist eine Kundenarbeit und die muss bis Dienstag fertig sein, also Dienstag ist Übergabe. Und wenn ich da jetzt noch ein Heli zu bauen wollte, dann wäre ich ja gar nicht fertig.
Aber zumindest habt ihr Plastikmodellbauer, gerade die Leute, die Revell bauen, meinen absoluten Respekt. Das ist. Nein, ich fange jetzt nicht wieder an zu schimpfen. So. Scheibe auch herinnen. Dann haben wir noch die dritte. Und dann haben wir die drei Fensterrisos für die Seitenwände auch dran. Aber ich habe gehört, dass der Sven, der kommt nächstes Jahr wieder mit nach Ried, habe ich gehört. Man bringt seine ganzen Autos mit. So, das haben wir drin. Dann brauche ich jetzt aus dem Bogen hier K die Teile 232. Und 231. 232 und 231. Wo versteckt ihr euch? Zwei, drei, zwei und zwei, drei, eins. Hier sind sie. So, das ist die 2. Und das ist die 1. Christian schreibt Tschüss jetzt mal an alle, muss jetzt selbst ans Kleben. Ja, ciao, danke dir für das Einschalten auf jeden Fall. Der Modellbauer, das wird knapp, versuche aber nach Ried zu kommen. Ja, Sven hat mir das auch gesagt. Wäre auf jeden Fall cool, dich wiederzusehen, weil wir werden uns wahrscheinlich nächstes Jahr außer in Ried auf keiner Messe über den Weg laufen. Da meine Messebesuche für nächstes Jahr schon, ja, also nur als Besucher wird es kaum welche geben. Werd wieder fleißig was bauen, seid gespannt. Also als Aussteller oder überhaupt jetzt mal im Plan, ich bin im Februar, fahre ich nach Nürnberg auf die Fachmesse. Genau, Nürnberg. Also falls du dahin willst, musst du mir noch bis Mitte Januar eine feste Zusage geben, dass ich dir so eine Eintrittsberechtigung organisiere. Die Berechtigung gibt es umsonst, Eintritt bezahlen musst du selber. Es sind so circa zwischen 35 und 40 Euro für die Tageskarte. Plus deine Anreisekosten natürlich. Parkplatz ist tatsächlich verhältnismäßig günstig. Ich glaube, das kostet bloß 8 bis 10 Euro für den ganzen Tag, das Parken. Außer Parkhaus, das ist natürlich, ich glaube, nochmal 1 oder 2 Euro teurer. Also letztes Jahr habe ich im Parkhaus geparkt, das alleine schon wegen Wetter. Genau, dann am, jetzt weiß ich gar nicht mal welcher genau, ich glaube, das erste Märzwochenende war es gewesen. Ich gucke gerade mal in meinen Planer rein, wenn ich jetzt wüsste, wo hier auf dem Telefon, ah, da ist ein Kalender, so. January, February, March. Ich glaube, das ist vom 7. bis 8.3. ist die Miniaturshow in Montreux. Dann bin ich am 4.
Und 5.4., also sprich das erste Wochenende im April, bin ich in Tirol. Dann May, June, July. In July ist vom 2. bis 5.7. die Weltmeisterschaft in Niederlande. Das werde ich aber zeitlich nicht schaffen, weil das nämlich genau auf mein Geburtstagswochenende fällt. Und ich da normalerweise immer bei meinen Eltern bin oder selber im Urlaub. Also das nur so als Info, wenn das interessiert, mal die Weltmeisterschaft zu besuchen. Die geht 4 oder 5 Tage, glaube ich. Ich glaube dir, dass die am Donnerstag losgeht. Mein Kumpel Roger wollte da unbedingt hin, weil die ist, glaube ich, auch nur alle 2 oder 3 Jahre. So, dann haben wir August, dann haben wir September. September ist am, müsste ich jetzt lügen, am 19., 20. oder am 26., 27. ist Basler Modellbautage, also in Basel, Schweiz. Und dann am 17., 18., 10. ist dann wieder Messe in Ried. Genau, also das ist jetzt mal so im Groben mein Terminplan für nächstes Jahr. Jetzt nur für Modellbau. Natürlich kommen dann von meiner Warte aus natürlich noch andere Sachen dazu, wo ich dann sage, okay, ich kann da nicht oder ich komme vielleicht, weil falls es sich vom Termin her mit der Leipziger Messe vielleicht nächstes Jahr besser ausgeht, dass es jetzt nicht wieder so eng beieinander mit der Rieder Messe ist, dann komme ich vielleicht nach Leipzig nächstes Jahr wieder. Kurz gucken, der Micha hat mir noch geschrieben. Dienstag kommen die Fragen nochmal. Wie viel Planken hast du circa gebraucht? So, diese komischen Antennenteile, die sollen jetzt hier auch noch irgendwo an die Wände ran. Das eine soll irgendwo hier drunter. Jetzt sieht man bloß nicht richtig wie. Ach, das sollen bestimmt Scheibenwischer darstellen, kann das sein? Dass das Scheibenwischer sind. Ha, tatsächlich. Also vom Abstand her würde es zumindest hinkommen, dass das Scheibenwischer sind. Das ist ja auch klasse. Man sieht allerdings aber auch nie richtig, wie sie die Teile da rangebaut haben, aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es so richtig ist, wie ich es jetzt in der Hand halte. Muss man die irgendwie noch farblich gestalten? Bestimmt. Die Wischer sollen in der Farbe M sein. Die Wischer sollen Farbe M haben. Farbe M, was ist ein M? Schwarz. Und dann soll noch der Rand hier oben, der soll noch silberfarben werden. Also dieses Stück Blech hier oben. Ich schalte mal ganz kurz mein Mikro stumm. Bin sofort wieder für euch da.
So, da bin ich wieder. Jetzt ist er hier im Stream. Gerade eben habe ich dir eine Message geschickt, deswegen habe ich das Mikrofon gerade ausgeschalten. Deswegen nicht wundern, wenn gerade der Ton weg war. Das war beabsichtigt. Ich höre alles, genau. So, also, wir waren stehen geblieben, dass diese kleinen Wischerblätter hier die Farbe schwarz erhalten sollen. Und hier an den Teilen soll hier oben dieser Rand hier soll silberfarben werden. Ich werde dafür aber so Eisenfarben nehmen. Das ist hier, glaube ich, die, was ist denn das hier für eine Nummer? Die E90. Das sind hier Farben, die ich mit dazu bekommen habe. Und ich glaube, in Eisenfarben sieht das auch nicht so verkehrt aus. So, mal bloß ein Pinselchen. Und dann werden wir mal als erstes hier dieses Metallpigment mal einmal hier außen anbringen. Jetzt hör aber auf. So, kann man gucken, was du geschrieben hast. Ja, genau, die kannst du auch nehmen. Genau. Also entweder man würde halt die mitgelieferten halt halbieren, dass du auf dieselbe Stückzahl kommst, oder aber du nimmst dir halt welche, die nur halb so breit sind, was dann halt 3 mm entsprechen würde, und nimmst halt von denen dann 22 Stück, dann geht's genau auf. So, das da, man muss hier auf der Seite noch. Dieses Pigment, das ist immer ein bisschen schwierig zu bemalen, weil du irgendwann nach sehr kurzer Zeit kein Pigment mehr malst, sondern einfach nur dieses graue Lösungsmittel. Und solange wie es frisch ist, sieht man es aber nie. Das siehst du erst, wenn es getrocknet ist. Wo Pigment ist und wo nur Lösung oder gefärbtes Lösemittel am Plastik klebt.
So, jetzt weiß ich nie, ob man das jetzt hier oben lang, also hier oben jetzt drauf auch noch machen soll. Deswegen gucken wir mal kurz rein, was da die nächste Funktion des Daches ist. Ob es da nur anschließt oder ob es genau drüber liegt. So, die Teile soll man alle zusammensetzen. Ah, dann kommt da noch so eine Schräge. Ah, da kommen dann die Teile drauf, die ich hier auch schon ebenfalls lackiert habe. Die werden dann da nur so oben drauf gesetzt und bilden dann die Verjüngung fürs Dach. Okay, gut. Dann brauche ich oben keine Farbe dran machen. Also so würde das später aussehen. Ne? Später, wenn das mal so irgendwann mal fest ist. Dann hast du hier diese Seitenwand, also sprich dann diese ganze Hütte oben drauf. Und darauf kommt dann die so eine Verjüngung hier, so rot, einmal komplett rum. Und auf die kommt dann erst quasi das Dach als Abschluss drauf. So. Machen wir gerade mal bei den anderen Teilen hier weiter. Yep. Ich lackiere alles mit dem Pinsel, außer das Deck und diese roten Teile hier habe ich mit Sprühflasche gemacht. Also mit Spraydose. Ja, und halt unten den Unterwasserbereich, das Rot, das habe ich auch mit Spraydose gemacht. Ich bin Holzschiffbauer, da braucht man keine Airbrush. Also normalerweise nicht. Und wenn man ein bisschen Ruhe in sich selbst hat, dann kann man auch mit dem Pinsel gerade Linien ziehen. So, Teil Nummer 2. Doctrine, hello, what scale is it? Modellbauer, write it, it's 1 to 72.
So, hier machen wir jetzt ebenfalls noch die an der Seite lang. So, wunderbar. Okay, so, dann können wir das jetzt erstmal wieder schließen. So, dann brauche ich jetzt Farbe Schwarz für die Scheibenwischer. Fein. Da haben wir zweimal schwarz gefärbte Scheibenwischer jetzt. Die müssen jetzt allerdings noch ein bisschen trocknen. Das heißt, wir können schon mal
a little bit weitermachen. Der Thorsten schreibt, Sven, nicht jeder kann mit dem Pinsel umgehen. Sepp, da hast noch eine Strecke vor dir bis Dienstag. Yep, habe ich. Ein paar Seiten sind noch. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich es schaffe. Also es muss zu schaffen sein. Werden wir erfahren, ob du es bis Dienstag geschafft hast? Was, ich habe den Ton ausgemacht? Nee, ich habe nur nichts gesagt. ob ihr es erfahren werdet? Wahrscheinlich auf meiner Facebook-Seite oder, also maximal da. Maximal da. Dieses Schwarz, ne? Das trocknet immer so schnell ein, du kommst mit dem Pinsel überhaupt nicht hinterher. Also mein Pinsel, der kann ja nur weiß malen, aber mit Schwarz, das ist immer eine Kategorie für sich hier. Obwohl auf Instagram werde ich es vielleicht auch posten, wenn ich es fertig habe. Fällt mir gerade so ein da. Also auf Instagram und auf meiner Seite wird es wahrscheinlich am ehesten die Infos geben, ob ich es fertig habe oder nicht. Aber ich denke, bis jetzt bin ich sehr zuversichtlich, weil es ist jetzt eigentlich alles nur noch Kleinkram hier. Und ich habe ja komplett frei, außer halt Dienstag, da muss ich dann nach Köln. Aber auch erst am Abend, also ab 14 Uhr könnte ich einchecken, aber ich werde dann so, dass ich so vielleicht 18, 19 Uhr dann da oben bin. Bestimmt wird er es uns mitteilen, genau. Bald erfahren wir das. Sepp macht ein Filmchen, wo er bei Übergabe den 3.000-Euro-Scheck überreicht bekommt. Aber wenn es so viel wären. Mit einer Null weniger wäre es schon viel. Also in dem Pott hier verdiene ich nicht viel. Aber was ich dran verdiene, das verrate ich euch nicht.
Weil wenn es nämlich zu wenig wäre, dann würde ich es nicht machen. So, da sind die UFOTS, da kann das trocknen. Das sind dann die nächsten Scheiben oder die nächsten Scheibenwischer. Wahrscheinlich nochmal für die Seitenfenster ist hier jeweils einer mit einem Wischarm dran und dann ist nochmal eine Konsole, wo drei Wischblätter dran sind. Da müssen wir dann mal gucken, wo die am besten gucken können. Genau, bitte, dann schicke ich Ideen, wie man die 3000 Euro investieren kann. Das wertvollste Erfahrung, ja. Das ist tatsächlich so. Das wertvollste, was man da verdienen kann, ist Erfahrung und Respekt. Respekt und das, was man macht. Und für den Kunden natürlich dann auch dann von ihm dann selbst zu wissen oder nicht zu hören, aber zu wissen, dass er ja den richtigen rausgesucht hat für den Job und das nicht von irgendjemand bloß mit 0815 zusammenbauen lassen. So. Dann werden wir jetzt mal hier die Wischer anbringen. Nein, nicht runterfallen. Ah, zum Glück habe ich keinen Teppich. Sonst wäre das Teppichmonster nämlich jetzt da und hätte die Wuschblätter gefressen. So, einmal. Zweimal. So, jetzt mal gucken, wo die nächsten hinkommen. Ah, die kommen alle drei. Hä? Was ist denn da? Ach so, das ist die Rückwand, die ich hier gebaut habe. Okay. Jetzt macht das auch Sinn. Die Vorderseite war nämlich hier noch gar nicht auf der vorhergehenden Seite drauf. Die kommt nämlich erst jetzt. Das heißt nämlich, dass wir jetzt hier nochmal ein großes Teil brauchen. Die zwei Teile brauche ich glaube gar nicht. Aber wir heben sie mal auf. Sondern jetzt kommt ja erstmal für diese ganze Hütte hier noch das Vorderteil. Nämlich dieses da. So, dann brauchen wir dazu das Klarteil 135. Und die drei Wischerteile. So, Klarteil 135 müsste, glaube ich, das hier sein. Genau. Ha, ich habe. Normal würde ich sagen, ich habe jetzt Ohren wie ein Adler. Naja.
Cloud-Teile sind ja fast alle weg. Fast. So. Machst noch ein bisschen, lohnt sich ein Weinchen aufzumachen. Jetzt ist 9:30, also eine Stunde auf jeden Fall noch. Eine Stunde auf jeden Fall. Was hast du denn für einen guten Tropfen? So, einmal Fenster drin und dann kommen jetzt noch die Scheibenwischerski. Ach so, zuvor muss ich ja eigentlich noch das Ding hier wieder silber machen oder eisenfarben. Fällt mir gerade so ein. Bevor ich das Teil anklebe. Ein Dornfelder Hessen 2008. Oh, 11 alte Jahre. 11 Jahre alt. Das schmeckt doch gar nicht mehr. Also ich habe vor kurzem mal in 2006er oder 2005er in Spanischen getrunken, in Rotwein, aber der war so bitter. Der war schon zu alt. Der hat nicht mehr geschmeckt. Also normalerweise trinke ich so im Durchschnitt 5 Jahre alte. Mal ist es ein 2017er, mal ein 16er, mal ein 14er. Aber älter eigentlich nie. Außer ich weiß es nicht, wie alt er ist. Aber der Wein, den ich in Ried getrunken habe, wo wir abends im Hotel noch essen waren, der war auch richtig gut. Aber ich habe mir, schlau wie ich war, nicht aufgeschrieben, wie er hieß. Das war, glaube ich, irgendeiner aus Franzland. So, darf man einen guten Schluck nehmen? Ist ja voll. Guck mal, ich habe ein Geisterglas. Zack.
Zack. Voll cool. So, jetzt kann man das hier festmachen. Dann bloß mal den Kleber nachstreichen. So, die einzelnen müssen die Wischblätter außen sein. Ich auch, aber ab und zu mal einen leckeren älteren. Ja, also mit deutschen Weinen bin ich noch gar nicht so übereingekommen. Ich bin eigentlich, also wenn ich Wein trinke, dann zu 90% immer Italiener oder Sizilianer. Ganz selten mal einen Franzosen. Eher noch einen Schweizer. Also wenn ich von irgendwo aus einer Region Rotwein empfehlen kann, dann ist es tatsächlich einer aus dem Anbaugebiet um Mondreux. Ich habe noch nie einen so delikatessen weißen bzw. roten Wein getrunken. Okay, so, nächste Mission wäre, dass man jetzt hier diese ganzen vier Wände alle zusammensetzt, damit das eine ganze Kabine ergibt, die man dann im Ganzen aufs Modell stellen soll. Deswegen nehme ich den mal ein Stück zur Seite, dass ihr das eventuell auch seht, was ich hier treibe. So, also die Wände müssen jetzt alle hier. Getackert werden.
Na, wirst du jetzt mal hier zusammenbleiben oder was ist los? Du wohnst im Remstal, da gibt es tolle Weine. Okay. Ja, wenn du das sagst. Kannst mich mal auf einen einladen, dann kann ich gucken, ob Remstal Wein was für mich ist. Ob es mit denen, die ich gewohnt bin, mithalten kann. Gut, so viel Wein trinke ich ja nicht. Aber wenn ich mal einen trinke, dann einen der, die ich angesprochen habe. So, das sieht doch ganz gut aus. Jetzt muss ich nur noch halten. So. Das ganze Teil soll jetzt hier auf den Pott oben drauf. Und zwar hier so. Wenn man Glück hat, passt das sogar. So. Was mich ja gerade mal interessiert, wenn ich das Boot jetzt in die kleine Kamera unten halte, müsste es jetzt theoretisch kurz unsichtbar werden. Oder aber der Grünton ist zu dunkel. Gucken wir mal, was passiert. So a little bit wird's unsichtbar. Ich kann nämlich zaubern. So, also wie gesagt, das muss hier oben rein. Und ich würde aber trotzdem sagen, dass ich vorher erst noch die Teile hier noch schwarz nachmale. Das habe ich nämlich ganz vergessen. Und sehe es nämlich jetzt gerade wieder, dass ich das hätte noch machen müssen. Deswegen legen wir das mal kurz alles beiseite hier. Da habe ich einen Lemberger Herr vom Holzfass. Pass auf, sonst mache ich das. Darf ich mit? Bitte, bitte, bitte. Thorsten, du kleiner Schluckspecht. Klar, dann treffen bei Sebastian, ihr bringt Brot und ich bring Wein. So, also, ich brauche eine kleine Pinsel, ein bisschen Farbe. So, und dann werden wir mal die ganzen Kleinteile hier vorsichtig nachziehen. Mal gucken, ob das so glückt, ohne dass ich es schaffe, das Geländer hier abzureißen.
Ja, genau, kommt mal alle zu mir. Aber dann müsst ihr alle hier helfen. Kommt am besten morgen vorbei. Morgen ist Sonntag. Und dann wird der Pott auf jeden Fall bis Dienstag fertig, wenn jeder was macht. Und wenn das Teil fertig ist, dann wird die Flasche eröffnet. So, da haben wir die nachgezogen. Dann könnte ich jetzt das Teil hier einkleben. Und es wäre ja auch zu schön, wenn es gepasst hätte. Es passt nämlich nicht. Die Wände sind länger als der vorgegebene Kasten hier. Aber es ist jetzt hier nicht ganz so tragisch. Mit ein bisschen Drücken und Machen geht's. So. Der Paul, achso, halt, da oben geht's weiter. Spaß beiseite, coole Idee, wäre eine nette Aktion. Paul schreibt, sorry, war eben weg, bin wieder da. Hat schon jemand was zu meiner Frage geantwortet wegen dem Höherlegen des Trabanten-Revell-Modells? Weiß ich jetzt gar nicht, weil ich war selber zwischendurch weg. Also nicht ich war weg, sondern die Festplatte hat kurz gesagt, nee, ich möchte jetzt nicht. Deswegen war der Stream kurz beendet. Weil, wie gesagt, die Festplatte kurz abgeraucht ist, dann muss ich den PC einmal komplett neu starten. Und dann ging es wieder. ich kann es nur kaputt machen. der Thorsten, der hatte vorhin irgendwie was geschrieben da von irgendeiner Firma, wo man so spezielle Teile zum Umbauen und Spezialisieren herbekommt. Thorsten, könntest du das dem Paul nochmal eben schreiben? Der hatte doch vorhin da gefragt, oder ziemlich zum Anfang des Streams, wegen dem. Der will das so ein Trabant 601 Kombi zu einem Monster Truck umbauen. Du hattest, glaube ich, irgendeine Seite geschrieben, wo er Teile herkriegt oder was? Das Bad ist alleine aus. Bis dahin ist der Wein sauer, Sepp. Nee, bis dahin ist die Flasche offen und ich trinke sie, bevor das Ding fertig ist. So wie ich mich kenne. Okay, so, dann sollen da jetzt noch Teile I212 und I213 ran. Was ist ein I überhaupt? Guck mal gerade mal in die Gussäste rein. I ist ein Klarteilbogen. Cool. Wer hätte es gedacht? Was für Teile I213 und 212? Ah, hier. Bei Scale Production schon. Okay. Ja,
Genau, das war es gewesen. Ja, Rick, ich grüße dich. Herzlich willkommen hier zu später Stunde in der kleinen Bastelrunde. Wie du siehst, ich schweife heute mal komplett ab von dem, was ich eigentlich normal mache und baue ein Plastikboot. So, die Dinger sollen jetzt, glaube ich, hier über diese was ich eben schwarz gemacht habe, sollen die noch hier so drüber. Welchen Sinn das erfüllt, erschließt sich mir nicht. Aber mach mal einfach. So, das kommt da drauf, okay. Also die geöffnete Seite muss nach hinten zeigen. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Aus elektronischer Sicht hätte ich jetzt gesagt, das sind ja kleine Kathoden und LEDs, dass das ein Scheinwerfer wird, aber wenn man die 72 mal hochrechnet, dann wären das aber ganz schön große Elektrobauteile. So, das ist auch drauf. Dann kommen da noch so komische Geländerteile ran. E117. E habe ich, glaube ich, hier. Muss gucken, wo meine Schnur ist, bevor ich drüber fliege. Flo ist Plastikmodell bei euch. Grüße dich, willkommen zurück. Die Hermann Marwede, die hat ein befreundeter Modellbau in 1:250 aus Karton gebaut. Plastik muss auch mal sein, genau. So, was hatte ich gesagt? E117 und E117. Da muss ich mal gerade mal gucken, ob einer guckt. Da sind sie. Ich werde das große Teil hier auch gleich mal wegknipsen, dass hier nicht so viel Zeug rumliegt. So, weil da guckt schon nämlich einmal, ob einer guckt. Ich quatsch schon wieder blödes Zeug. So, und zwar sind das jetzt hier so, hier oben die Teile da drin, ne? Die müssen jetzt noch hier auf diese roten Teile so aufgesteckt werden. Und die bleiben in Farbe weiß. Das ist gut. Das freut mich. Da habe ich einen Teil weniger zum Lackieren.
Meine Frage an die Plastikmodellbauer unter euch. Wenn ich ein weißes Gusseil, also hier jetzt so ein weißes Teil habe, das Teil soll weiß bleiben, tut ihr das dann trotzdem grundieren und weiß malen? Oder macht ihr es einfach so wie ich, dass ihr das dann einfach nur, ja, so wie es aus dem Gussast kommt, einfach aufkleben? Das hätte mich mal interessieren. So muss wieder weg, hab noch Besuch da. Ja, Rick, schön, dass du trotzdem kurz da warst. Das hat mir gefreut. So, und dann setzen wir das jetzt hier bloß hier oben ein. So, und da haben wir da ein nettes Geländer. Der Frank schreibt, ich habe bei der Titanic grundiert und weiß gemalt. Okay, Flo schreibt, ich male es an. Thorsten ebenfalls, ja, 100 pro lackieren. Okay, also bin ich wahrscheinlich der einzigste Plastikbauer auf dem Planeten, der es nicht macht. Ja, gut, dann mache ich mal sowas. Zumal ich müsste das eh alles mit Sprühdose machen. Aber ich finde, es sieht trotzdem gut aus. So, super. Das hat auch funktioniert. Dann kommen jetzt tatsächlich diese drei Teile erstmal, von denen ich vorhin sprach. Die kommen jetzt hier oben so drauf. Ich habe da gerade noch ein Messer gehabt, wo habe ich denn das hingelegt? Da. Jetzt hat es aufgehört mit Regnen, jetzt fängt das wieder an zu stürmen draußen. Das Wetter weiß auch nie, was es will. So, also ich werde als erstes, glaube ich, die drei Teile wieder so zusammensetzen, wie ich das hier mit der Hütte gemacht habe. Beziehungsweise hier mit dem roten Teil, dass ich erstmal die drei Teile auf dem Boden zusammenklebe und dann quasi als eine Einheit dann da oben drauf setze.
So. Und dann kommt schon ins nächste Dach. Was für eine Farbe kriegt denn das überhaupt? Ah, das bleibt auch weiß. Wenn es weiß bleibt, das ist immer cool. So, dann kommt da das nächste Stück Geländer. Und zwar aus dem Bogen E, Teil 116. Bogen E 116. Haben wir alles da. Und da werden die noch vorhandenen Gussäste immer kleiner und weniger. Geländer. Das muss jetzt gleich hier hinten rum, um diese Pumpenanlage da. So, also das muss hier hinten rein. Muss man das mal gucken, wie man das am besten hier einsetzt. Irgendwie so bekommt das dahin. Okay, auf jeden Fall so, dass diese, hier sind zwei so eine Schrägen dran. Das hier und das hier, die müssen von außen so an diese Plattform außen rankommen. So, sieht das doch ganz, ganz brauchbar aus. Passt. So, wie weit ist das Teil? Das hält auch. Wunderbar, da kann man das jetzt hier so draufsetzen. Was mich jetzt allerdings irritiert, dass der Bogen irgendwie schmaler ist als dieses Vordach. Da wäre es jetzt natürlich interessant, an welchen Punkten man das jetzt festmacht, wie weit es nach hinten muss.
Sieht man das hier vielleicht irgendwo auf dem Foto? Wo haben wir es denn da? Das erkennt man nicht wirklich. Den Bildausschnitt für hier oben gibt es, aber man sieht nie wirklich, wie weit das Ding hier bis hinten reicht. Aber auf jeden Fall wird es wahrscheinlich hier von diesen Wänden hier oben so eine Sichtfläche bleiben. Weswegen ich gerade dazu geneigt bin, hier nochmal eben alles jetzt mit dem Eisenpigment nochmal nachzuziehen, wo ich ja am Anfang freigelassen habe, weil ich dachte, das Ding schließt genau oben ab, macht es aber nicht. Deswegen tun wir das da nochmal nachfärben. Ihr seid ja immer noch da, das nenne ich Ausdauer. Klar, haben alle eine Flasche Rotwein offen, das braucht Zeit. Gut Ding will Weile haben. So, dann nehme ich aber einen breiteren Pinsel. Gut, dass du nicht dickeren Pinsel gesagt hast. Ah, Thorsten. Ich glaube, dein Rebgetränk schlägt an. Jemand ist. Und dann wäre jetzt die nächste Mission herauszufinden, wie weit das Teil hier drauf kommt.
Dennis M., ich grüße dich. Herzlich willkommen hier in der kleinen, aber feinen Bastelrunde. So, werden wir mal das grüne Zauberwasser hier wieder zumachen, bevor es umfällt. Weil Zauberwasser, zack, weg ist es. So, also, das Ding soll hier oben drauf. Ich frage mich jetzt aber gerade ernsthaft. Nee, so rum geht's ja gar nicht. Das muss so rum drauf. Wie weit muss das nach hinten? Das ist die große Frage. Das sieht man nämlich hier überhaupt nicht. Es macht zumindest hier in Bauabschnitt 38 so ein bisschen den Eindruck, dass hier hinten diese letzten Kanten ungefähr auf einer Flucht mit der Rückwand sind. Aber eine hundertprozentige Garantie, dass das da auch hingehört, ist es nicht. Genau, Thorsten. Spaß ist immer willkommen, gerade bei mir. Thorsten, trinkst du Medizin? Der Thorsten, der hat ganz gute Medizin sogar gerade. Der hat so gute Medizin, der will nicht mal was abgeben. So, ich muss gerade mal was gucken. Das Abschlussteil, was nämlich hinten an die Plattform rankommt, das ist hier auch geschrägt. Hier ist es, würde theoretisch hier genau zwischen diese zwei Platten passen. Und wenn man das da einsetzt, ich probiere es mal gerade trocken. Was wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wird, durch dass hier unten so eine Kante noch hinten dran ist. Obwohl, wenn ich es rumdrehe, geht es ja eigentlich. Ah ne, da geht es auch nicht so richtig, weil es dann tiefer liegt, aber ich tippe es jetzt trotzdem mal ein. Ich probiere das jetzt einfach mal. Und danach werden wir sehen, ob das passt oder nicht passt. Und zwar nämlich jetzt dieses kleine Abschlussteil, was eigentlich erst später hier hinten an die Rückwand des Daches rankommt. Das klebe ich jetzt direkt hier in den Rahmen hinten ein. Weil hier ist nämlich unten so eine Anschlagkante, die hier hinten rangehört. Scheiß Männergrippe. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich habe Männer, also so richtige Männergrippe habe ich vielleicht einmal in 5 bis 6 Jahren. Und dann nicht mal richtig. So, ich würde vorschlagen, während das jetzt kurz antrocknet, können wir hier schon mit Schritt 39 weitermachen. Und Schritt 39, ha, guck mal, es geht Richtung
Hubschrauberplattform. Also ich fange jetzt hier unten mit dem hier, fange ich jetzt an, was auch immer das darstellt, ob das irgendwie ein Übergang von hier später hier auf die Hubschrauberplattform ist oder keine Ahnung, was das ist, ein Kran oder so. Jedenfalls würde ich sagen, ich fange damit schon mal an. Dann kann das Teil nämlich in Ruhe antrocknen. So, und zwar brauchen wir da ein paar Teile aus dem Bogen E. So langsam kann ich mir die eigentlich langsam alle herholen hier, weil die werden wir jetzt eh nacheinander alle benötigen. So, und zwar werden das wahrscheinlich von der Form her dieses Teil hier sein. Die 100, nee, was ist das? 55? Genau, 55. So, das ist eben die 55. Dann brauchen wir die 56, das ist hier daneben. Das Ding hier. Dann brauchen wir noch was aus Bogen E. Ja. Die 58, die 52 und die 53. 52 und 53 sind diese großen Apparate hier unten. So, was habe ich gesagt, fehlt noch? Die 58, es muss irgendein Kolben oder irgendwas sein. Hier. So, das. Und dann geht es auf dem Bogen K weiter. Wow, hier kann man schon wieder was wegmachen. Die Gussäste werden immer kleiner. So, und da war es mal aus so einem großen Bogen nur noch das kleine Restlein hier für den einen. Was brauche ich als nächstes? K. K, K, K. K. Okay. Wo habe ich K? War das der, den ich hier unten liegen habe? Ich glaube, das war der. Der Floß Plastikmutter beschreibt, ich glaube, die ist bei mir auch im Anflug, die Männergrippe oder die Rüsselpest, wie man das auch immer nennen mag. Männergrippe ist ganz fies. Wenn es einen Mann erwischt hat, sieht er von Weitem, was? Sieht er von Weitem, sieht schon das Licht. Achso, ein sieht zu viel, okay. Glaub mir, das Licht kann sehr grell sein. Ihr seid Deppen. So, K259. Wo ist denn die 259? 256, 55, 57, 58, 58, 59 hier. Also, 59. Dann brauche ich K224, 225. Das sind die hier. Vierundzwanzig.
und 25. Dann die 249. Ist der Kasten hier vorne. So, hab schon was vergessen? Nee. Das waren für den Bauschritt erstmal alle. Die sind wir jetzt so ein bisschen entgraten. Hab eine Schweißerbrille auf, so leuchtet das. Soft Eis würde helfen. Soft Eis würde helfen. Ach, Thorsten. Ich sag dir, wenn wir uns nie getroffen hätten, würden wir uns heute noch suchen. So, sind noch ein paar Teile mehr zum Entgraten. Die Hälfte gleich wieder vergessen hier. So, also, auf geht's. Die zwei Teile zusammen. Fertig. So, die kommt irgendwie in Verbindung mit diesem Kasten hier. Okay, also machen wir erstmal das hier zusammen. Und das Ding muss jetzt irgendwie hier vorne noch ran. So. Okay, passt, wackelt und hat Luft. So, da könnt ihr mir zumindest wieder auf die Finger gucken.
Dieser Bolzen hier, der soll jetzt gleich in Schräglage hier irgendwo drauf. Zuvor machen wir aber mal hier diesen Winkel rein. So. So ein bisschen sieht das tatsächlich aus wie ein Kran oder so. Na. Okay, so, das war das. Stellen wir gerade mal irgendwie so hin, dass das nie wieder rausklappt hier. Oder legen es dahin. So, dann kommen da jetzt noch die zwei Teile zusammengeklebt. Ah, ein Teil habe ich vergessen auszuschneiden, und zwar das K259. Naja, erstmal hier diese Binde oder was das ist. K259. Ne, 59 hatte ich doch. Was fehlt denn da jetzt? Ah, E57. Okay. Aus dem Bogen E. Kennt ihr das, wo der so ein Junge und so ein Mädchen da stehen und der Junge mal so, nee, das darf man nicht sagen. Kennt ihr das? Ich finde das immer so klasse. Nee! Wo ist denn die? Hier ist sie. Wieso läuft das hier unter einer anderen Nummer, als ich es im Bogen habe? Ah nee, passt 57.
So. Okay, gucken wir mal, wo diese komische Winde hin soll. Die ist nämlich hier nur angedeutet, dass sie hier irgendwo da runter soll. Aber wo genau? Das erzählt dir keiner. Auf jeden Fall mit diesem Dreieckswinkel irgendwie so hier unten ran. So, dann ist das Teil hier noch. Das ist hier irgendwie so eine. Da ist so ein Stück Haken oder was? Oder so ein Karabiner oder eine Kette oder ein. Was ist das hier? Das muss ebenfalls an die Unterseite. Und zwar so a little bit mittig. Und dann ist hier noch mal wie so eine Laufrolle für die oder für diese Kette. Und das kommt dann hier ganz kurz vor Ende dahin. So, gucken wir mal, was ihr geschrieben habt. Das muss ich gerade hochrollen, ich habe schon lange nichts mehr gelesen von euch. So. Also, Flo schreibt, zweimal heißen Grog soll auch helfen. Patrick schreibt, Mama, ich kann nicht mehr denken, ich glaube, ich habe Fieber. Ich glaube, ich will das nicht. Wer erkennt's? Ich tatsächlich nicht. Thorsten schreibt, ins Nest. Was? Ins Nest? Nein, Liga hilft auch, aber solange der baut, kostet es Vergesser. Hä? Thorsten, du sollst dein Schwäbisch sein lassen. Das versteht keine Sau. Ed Baldwick, ist das nicht Sarah Connor mit Vincent? Yep. Gab es bei Facebook eine Parodie mit Männergrippe. Ach so, ah stimmt, das hat mir meine Kollegin hat mir das mal gezeigt, genau, das war so ein Video. Mario hat es hinter sich, der hat es gut. Frauen haben keine Ahnung von dem sensiblen Männerkörper. Vom Körper schon, von Grippe nicht. Hauptsache Sepp betreibt hier höchst seriösen Modellbau und der Chat philosophiert über Männergrippe, genau. Mario schreibt, hätte nie gedacht, dass ich so lange bei einem Plastikschiff zugucke. Ja, siehst du? Und ich hätte von mir nie gedacht, dass das Ding überhaupt noch existiert. Oder ob ich es hätte nicht einfach zurückgegeben. Wobei ich bei dir immer denke, du bist schon weg. Oder bist noch am Basteln nebenbei. Weil man immer eine Stunde lang kein Zeichen von dir hört. Oder sieht. So, also. Kranus ist fertigos. Den legen wir mal dahinos in das Bodinos. Damit es nicht Kippikos kann. Ich kann nämlich jetzt voll... griechisch-mexikanisch. Ich hänge überall Oss hinten ran. So, also. Boah, jetzt können wir schon Plattform machen. Geil. Jungs, jetzt geht's los.
Wobei, das Teil muss ich erst lackieren. Das ist auch blöd. Vor allem, wie lackiert man sowas? Wie sieht denn das hier aus auf dem Foto? Wo waren die? War hier ein Foto von der Plattform? Da ist sie komplett silber. Gibt es noch irgendwo ein anderes Foto? Da ist sie auch komplett silber. Okay. Weil ich werde nämlich hier, das ist mir nämlich die Tage schon aufgefallen, ich werde hier aus der Farbbenennung dieser Plattform nämlich nicht ganz schlau. Wobei, wenn man es einmal auf dem Foto gesehen hat, macht es durchaus Sinn. Farbe F. Farbe F ist Eisenmetallic. Oha, okay. Das werde ich dann wahrscheinlich tatsächlich sprühen. Was ist ein I für eine Farbe? Ach so, I sind nur die Füße. I ist Leuchtrot. Okay. Ich hol's trotzdem mal her, oder machen wir erst unten das Häuschen dazu, wo die Plattform draufkommt? Ja, machen wir erst die, damit wir da noch ein paar große Teile wegkommen. Die muss ja theoretisch sowieso als erstes drauf, bevor man diese Plattform oben drauf setzt. Auf jeden Fall ist hier schon mal das große Teil, wo hier dieses, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, das H drauf ist. Jetzt müsste man es sehen. Ungefähr so, ne? Für den Hubschraubus. Mario schreibt, ich bastle bis auf 10 Kanonen, Ausgabe 131 der Soleil Royal fertig. Der Teigler hatte ich auch nicht gedacht, dass ich seit Anfang schon schaue. Glaub, schaue auch öfters mal vorbei. Ja, Teigler, herzlich willkommen. Ich freue mich immer über rege Anteilnahme und vor allem auch frohes Gucken. In Berlin standen mal Müllton mit lateinischen Titeln: Restus, Wegwerfus und Plasticus Berlinensis. Auch gut. So, wir brauchen ein paar Teile. Erst einmal kann man hier, glaube ich, schon diese Plattform ausschneiden. Die werde ich aber höchstwahrscheinlich sprühen. Weil so eine große Fläche mit dem Pinsel, da wirst du ja bescheuert. Und ich sage mal, so ganz grob, wenn ich diese Plattform drauf habe, ist es tatsächlich nicht mehr viel, ne? Es ist dann echt bloß noch so ganz kleines Rumgeferzel bis zum Mast, ja, und dann geht es schon mit dem Beiboot los. Dann noch die Deckels ran. Also wir haben jetzt noch eins, also von Schritt 40 bis ja, 76. Okay, 77. Aber das sind alles so, ja. Hey, also ganz ehrlich, jetzt kann ich sagen, oder jetzt will ich sogar sagen, wenn ich das bis Dienstag nicht schaffe, dann, keine Ahnung, habe ich wahrscheinlich 24 Stunden lang oder 48 Stunden lang nur durchgeschlafen. Also wenn ich das bis Dienstag nicht schaffe, dann muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Und nein, es ist keine Männergrippe. Weil sowas bekomme ich nicht. So, wir brauchen die Wände 24, 25, 26, 27 und 28. Hier ist immer die 27. Das muss man gleich in der Reihenfolge einlegen. Das ist die 24. Das ist die erste. So, das ist 211, das geht mich nichts an. Also noch nicht.
So, hier. 25. Dann kommt die 26. Dann die 27 und zum Schluss die 28. So, und da ist hier auch schon wieder was zum Wegschmeißen. Was ist ein Super-GAU-Kleber? So, das sind jetzt die vier Teile in Numerus Reihenfolgus. Und die setzen wir jetzt mal eben zusammen. So, die 24. Da kommt die 25 hier dran. Und zwar mit dem Leerkasten zum nächsten. So, dann sollen da, was sind das für Teile, B28 und, was ist das für ein Teil? Gibt es keine Nummer zu oder was? Wahrscheinlich das schräge Teil hier 29. Da haben sie vergessen, die Nummer hinzuschreiben. Okay, dann machen wir die auch gleich noch raus. Also 28 und 29.
B28. Hatte ich das schon? Ach klar, das war doch das eine hier. Stimmt. Das haben wir doch schon. Das wäre jetzt das Schlimmste. Kleber alle. Das bedeutet Super-GAU. Das Schlimmste. Ach so. Mal ein großes Lob an Sebastian. Er macht das wirklich gut und unterhält uns sehr gut um diese Uhrzeit. Vielen Dank, Meister Wolf. Das Tolle dran ist, wenn ich diesen Pod hier im Stream mache, ich fluche viel weniger, als wenn ich es tatsächlich nur für mich selber baue. Ja? Also wenn ich für mich jetzt allein bin, so wie heute Morgen, heute Mittag, ja, wo ich zwischen der Mahlzeiten und diverser Ausgänge das Ding hier alleine gebaut habe, also ohne Zuschauer quasi in dem Sinne, habe ich um einiges mehr geflucht, als tatsächlich jetzt. So, hier haben wir jetzt einen Kran, der ist jetzt soweit trocken. Bloß stehen bleibt er von alleine nicht. Okay, so, also ich mache jetzt erstmal hier hinten diese eine Wand auf der Rückseite ran und füge dann anschließend diese so hier in die Mitte rein. Ja, doch, passt. Das muss ich dann von unten so nach oben reinschieben. Obwohl, kann ich auch jetzt eigentlich schon einsetzen. Das sollte theoretisch da irgendwo hin. Ne, das muss ich nachher rein. So. Also erst das, beziehungsweise erst die, dann die offene Seite ran. Hier ebenfalls die Tür nach hinten, genau. So, und dann kommt das nach hinten ran. So, da haben wir erstmal das. Und wenn das jetzt gleich ein bisschen angezogen hat, dann kommen jetzt die zwei Brettel noch so rum hier rein. Genau, und dann kommt das ganze Konstrukt dann hinten auf 8 an, auf die, oder quasi über diese Rampe fürs Beiboot. So, da ist jetzt noch Teil B32, so eine lange Leiste. Hab schon gar nicht drauf. Ach so, das soll das Ding hier darstellen. Okay. 32, das hier. Dann das Dreieckstück hier brauchen wir noch. Und wahrscheinlich in den nächsten Schritten gleich noch dieses eine Teil hier. Oder auch nicht. Ich schreibe jetzt hier einfach mal mit einem Edding drauf. Dann kann ich nämlich den Rest vom Guss erst wegschmeißen. Das ist B. So, dann kann das nämlich auch weg. Und dann habe ich bloß noch aus dem Bogen dieses kleine Teil hier, oder das kleine große Teil.
Und dann werden die Teile schon zunehmend weniger. Schritt 41. Ach so, das ist da so eine Leiter, ein Niedergang. Aber ich mache jetzt trotzdem erstmal das hier weiter. Also, das muss jetzt hier unten so rein. So. Das mache ich aber mit Sekundenkleber an. Weil diese Plastikwände, die sind so verzogen, dass das Ganze ist ja rund wie ein Ei. So, hoffen wir mal, wenn ich es jetzt loslasse, dass es genau das macht, was ich nicht wollte. Also müssen wir es klammern. So, die muss noch hier rein. Das passt aber halbwegs. Aber die werde ich auch mit so einer Spannzange zumachen. So, ne? Da kann das auch schon mal trocknen. Und dann können wir in der Zwischenzeit jetzt uns wieder hier mit dem Dach befassen. So, und zwar folgendes: Das Teil soll jetzt hier drauf. Und jetzt ist das Gute, dass ich jetzt hier hinten von diesem kleinen Teil, was eigentlich erst zum Schluss ran sollte, diesen Anschlagwinkel hier hinten habe. Und damit weiß ich jetzt, wie weit ich dieses Teil hier festmachen muss. Muss jetzt aber logischerweise vorher noch die
den Deckel einkleben. Und zwar mit diesen ganzen Erhebungen nach oben. Was aber irgendwie so auch nie hinhaut. Ach so, jetzt verstehe ich das, warum man das erst nachher machen sollte. Gut, dann machen wir es nochmal auf. Ich habe nämlich gerade was entdeckt. Und zwar muss das Ding nämlich hier so reingeschoben werden. Aha. Wieder was dazugelernt. So, hoffen wir mal, dass das so hält, wie ich es mir jetzt hier denke. Und hier bloß den Kleber immer so in diese Kontaktfuge hier unten so reinträufelt. Und dann jetzt das Teil wieder zurück hier hinten anfügt. So, und dann kommt im Anschluss das Ganze jetzt hier oben drauf, wenn es dann mal fest ist. Das warten wir jetzt aber noch kurz ab. Das mache ich jetzt noch nicht rein. So, ich lege es erstmal eine Probe hier oben drauf. So, fein. Ne? Das gute Ding schon im Dach. Okay, genau, ich warte jetzt noch, bis da drüben der Kasten fertig wird für die Plattform. Den Kasten habe ich schon vorbereitet. Ah, da kommen dann die anderen zwei Schnuffis hin. Okay. Die habe ich nämlich hier auch schon mal. Die waren mal in Schritt 23, sollte man die machen. Das sind jetzt wieder so eine Trommel. Die kommen dann hier hinten mit drauf. Plus die zwei Kästen, die ich hier noch irgendwo rumliegen habe. Und zwar diese hier. Die sollen dann noch hier drauf. Ich lege das jetzt erstmal nur so Probe drauf, weil hier müssen ja jetzt noch so kleine Ventilräder noch drauf zum Aufschrauben. Und dann gibt es dann noch so Kisten K, also im Bogen K Teil 242, müssen zwei Stück sein. Halt, Bogen K habe ich hier. 242 sind die hier hinten.
Der Flo schreibt, Leute, ich bin da mal raus, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, Flo, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend dir noch. Ciao, ciao. Matteo schreibt, welchen Modellbaukasten kannst du mir empfehlen? Das kommt drauf an, was du machen möchtest. Und vor allem, was willst du ausgeben dafür?